Heute wird es um Autoflowerpflanzen gehen oder auch Autos oder Automatics genannt. Das sind Pflanzen, die von allein in die Blüte gehen. Und wir schauen uns heute an, ob diese gut sind, was ihre Eigenschaften sind und ob sie für Anfänger geeignet sind. Ich bin die Tomate und ihr werdet heute etwas lernen. Durch das sehr aggressive Marketing vieler Samenbanken beginnen viele Grow-Anfänger ihr neues Hobby mit Automatikpflanzen, ohne genau zu wissen, was Autoflowerpflanzen sind und welche Vor- und Nachteile diese Pflanzen mit sich bringen. Denn Automatik klingt irgendwie nach super einfach und alles wird automatisch gut. Ich möchte hier in diesem Video ohne Marketinggeschwubbel darauf eingehen, was Automatics sind und die Informationen bereitstellen, die der Grower braucht, um sich informiert für oder gegen Autoflowerpflanzen zu entscheiden. Automatics unterscheiden sich von normalen Indica sativa Pflanzen und Hybriden dadurch, dass sie nicht durch die Lichtdauer, auch Photoperiode, sondern durch das Pflanzenalter in die Blüte gehen. Das wird erreicht, indem Ruderalis eingekreuzt wird. Diese Pflanzenart kommt in Gegenden mit kurzen Sommern vor, in denen die Sommertage sehr viele Sonnenstunden haben. Laut Royal Queen Seeds zwischen 22 und 24 Sonnenstunden. Sie müssen also sehr schnell blühen, um fertig werden zu können, durchgängig 18 Stunden oder mehr Licht bekommen. Sie bleiben recht klein und sie gehen in die Blüte, sobald die Geschlechtsreife einsetzt. Das passiert nach 2 bis 4 Wochen. Züchter versuchen nun, die Autoflower-Eigenschaft der Ruderalis in ertragreichere Sorten, Indica, Sativa und auch Hybriden einzukreuzen. Kommen wir mal zu den Vorteilen der Automatikpflanzen. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit outdoor in kurzen, verregneten Sommern fertig. Dazu ist es möglich, outdoor das Ausfallrisiko durch mehrere Durchgänge innerhalb eines Sommers mit Automatik zu streuen, beziehungsweise schon etwas Rauchbares vor der Ernte im Herbst zu haben. Die Pflanzen bleiben in der Regel kleiner als Nicht-Autoflower. Sie können im Muttiraum oder bei einer längeren Vegetationsphase eines laufenden Grows unter 18,6 dazugestellt werden. Also die Beleuchtungszeit 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit. Das würde mit normalen Pflanzen nicht gehen. Und im Indoor-Anbau entfällt natürlich die super komplizierte Umstellung der Zeitschaltuhr auf 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit. Zwinker. Nun kommen wir, wie sollte es auch anders sein, zu den Nachteilen der Automatikpflanzen. Der Grower kann hier die Blüteeinleitung nicht selbst beeinflussen. Gerade für Anfänger ist das super problematisch, weil ein ganz kleiner Fehler in der Vegi-Phase, sodass sie nicht perfekt läuft, kann dazu führen, dass der gesamte Grow eingeschränkt wird und ein minimaler Ertrag dabei rauskommt. Es gab schon viele Fälle von Leuten, die mir über Instagram geschrieben haben, dass sie falsch gegossen haben ein-, zweimal in der Vegi-Phase und einen Ertrag von unter 10 Gramm pro Pflanze raus. Bei einer normalen, feminisierten hätte man an der Stelle einfach sagen können, gut, ich lasse sie noch eine Woche länger in der Vegi-Phase und gleicht es damit aus. Somit hat man dennoch super hohe Erträge von über 50, 60, 70 oder sogar mehr Gramm pro Pflanze. Wegen der Pflanzengröße und der kurzen Vegi-Zeit bei vielen Outdoor-Sorten ist der Ertrag sehr unterdurchschnittlich. Eine längere Vorzucht für den Outdoor-Anbau ist schwer möglich bzw. sollte man nicht machen, da die Pflanzen so schnell wie möglich in ihr Endsubstrat kommen sollten. Weil, jetzt kommen wir wieder zurück auf einen Punkt von vorhin, wenn man die Pflanze stresst und sie schon in der fortgeschrittenen Vegi-Phase ist, kann sich das und wird sich das super negativ auf den Ertrag auswirken. Die Pflanze erwartet durch den Ruderalis-Anteil durchgängig lange Tage mit 18 Stunden oder mehr Licht, während normale Pflanzen in der Blüte nur 12 Stunden Licht benötigen. Daraus folgt, dass man im Indoor-Anbau mehr Licht und damit Strom bezahlen muss, um einen viel geringeren Ertrag erhalten zu können und weniger Kontrolle über die Pflanze zu haben. Wenn man versucht, diese Pflanzen mit 12 Stunden Licht zu beleuchten, kann es passieren, dass sie zwittern oder andere Mutationserscheinungen zeigen. Es können aus diesen Pflanzen keine Mutterpflanzen gehalten werden, da sie ja automatisch in die Blüte gehen, und es können keine Stecklinge geschnitten werden, da die Stecklinge direkte Klone der Pflanze sind und diese Klone sind genauso alt wie die Mutterpflanze oder die Pflanze, von der man halt die Stecklinge geschnitten hat. Und damit gehen sie gleichzeitig mit der Pflanze, von der man die Stecklinge geschnitten hat, in die Blüte. Und
Der letzte Negativpunkt, die Samen sind exorbitant teuer im Vergleich zu feminisierten Samen. Ja, aber Tomate, die Breeder bieten doch jetzt nur noch Automatikpflanzen an oder super viele Automatics, die müssen doch super toll und gut sein, du laberst nur Scheiße. Automatics sind für genau zwei Gruppen wirklich perfekt. Für Outdoor-Grower, wenn man keine riesigen Büsche erwartet und mehrere Durchgänge im Jahr sogar machen kann oder wenn das Wetter nicht gut wird in einem Jahr oder wenn man sich was auf dem Balkon oder Fensterbrett stellen möchte, wenn der Geruch da nicht zu Problemen führt. Und natürlich für die Breeder, denn feminisierte Automatics sind ein absoluter Verkäufertraum. Anders lässt sich das aggressive Marketing nicht erklären. Der Preis ist hier höher als bei anderen Strains ohne ruderales Anteil und der Kunde muss größere Stückzahlen kaufen, weil er sich keine eigenen Samen züchten kann, keine Mutterpflanze und somit Stecklinge einfach generieren kann aus dem Nichts und weil die Pflanzen kleiner sind und weniger Ertrag bieten als normale Sorten und darum mehr Samen gesetzt werden müssen, um den erforderlichen Bedarf zu decken. Dazu kommt noch, dass vom Züchter die wildesten Ertragsversprechen gemacht werden. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum die Sorten klangvolle Namen wie königlicher Zwerg haben? Der Breeder will verkaufen. Natürlich wird jede Sorte in 6 Wochen fertig, bringt 1 Kilo pro Quadratmeter und hat mindestens 25% THC-Gehalt. Und die Gästebuch- bzw. Bewertungseinträge beim Verkäufer bestätigen das natürlich. Das ist kein Privileg von Automatics, sondern die Breeder-Angaben sind immer mit Vorsicht zu genießen. Das merkt man schon bei den normalen feminisierten Pflanzen, wenn man da auf die Blütedauer und Ertragsangaben schaut. Aber Tomate, ich möchte doch jetzt super schnell fertig werden mit meinem Grow. Was soll ich denn jetzt nur tun? Es gibt hier eine Möglichkeit, die glaube ich von vielen Anfängern unterschätzt wird. Ihr könnt eine feminisierte Pflanze einfach von Anfang an mit 12 Stunden Licht beleuchten. Da habt ihr im Grunde aus einer feminisierten Pflanze eine in Anführungsstrichen Automatik gemacht, wenn ihr sie von Anfang an mit 12-12 beleuchtet, weil sie ja dann nach einer gewissen Zeit automatisch in die Blüte geht. Für Outdoor gibt es keine wirkliche Alternative und daher haben sie auch hier ihre absolute Daseinsberechtigung. Also ich kann jedem Outdoor-Grower, der anfängt, ans Herz legen, fangt mit einer Automatik an. Die sind wetterresistent, brauchen nicht ganz so viel wunderbares Wetter wie die feminisierten Pflanzen und sind alle Male einen Versuch wert. Abschließend kann ich noch sagen, Automatics haben ihren Einsatzzweck und ihre Vorteile. Dieser liegt aber durch die Nachteile des Ruderalis-Anteils in den meisten Fällen nicht im Anbau unter Kunstlicht. Auf dem Balkon oder in freier Wildbahn können diese Pflanzen eine super Bereicherung sein, wie ich bereits erklärt habe. Automatics Indoor 8 bis 10 Wochen lang täglich mit 18 bis 20 Stunden Kunstlicht zu beleuchten, ist ökologisch und ökonomisch absolut sinnlos. Aber das sind ja dicke Fahrzeuge, Cheeseburger und alle Produkte von Apple auch, Kappa. Wenn die Sortenbeschreibung deinen Puls erhöht, es die Sorte nicht normal gibt und du genau weißt, dass du dieses Gras ausprobiert haben musst, dann kannst du jetzt eine informierte Entscheidung treffen. Es gibt tausende leckere Strains ohne ruderales Anteil, aber Schönheit liegt nun mal im Auge des Betrachters. Ich hoffe, ihr konntet von dem Video heute etwas mitnehmen, konntet einiges lernen, was ihr vielleicht vorher noch gar nicht wusstet und ich konnte euch bei euren Grow-Vorhaben unterstützen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, lasst doch ein Abo da, wenn ich euch geholfen habe und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao!